Genau darum geht es jetzt, nachdem ich so die allgemeine Einleitung gemacht habe, was ist jetzt wichtig zu wissen über den BAP, über unseren Studiengang. Empirisch-wissenschaftliche Ausrichtung hatte ich schon erwähnt. Das heißt, wissenschaftliche Methoden und Ergebnisse stehen bei uns im Vordergrund. Das ist an zahlreichen anderen Universitäten, die Psychologie anbieten, nicht der Fall. Wir haben einen starken Forschungsbezug. Sie werden, wenn Sie eingeschriebene Studierende sind des Bachelor Akademik und Psychologie, vornehmlich im zweiten Studienjahr eine Veranstaltung besuchen, die nennt sich Experimentalpsychologisches Praktikum. Was Sie da in einer kleinen Gruppe von bis zu 5 Studierenden mit Ihrer Betreuerin oder Betreuer, mit Ihrem Betreuer lernen, ist eine Forschungsfrage aufzustellen und dieser Forschungsfrage nachzugehen, indem Sie beispielsweise selber ein Experiment unter Anleitung entwerfen, die Fragestellung erstmal entwerfen, ein Experiment entwerfen, das Material zusammenstellen, die Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmer testen, die Ergebnisse auswerten, interpretieren. Und dann haben wir etwas ganz Tolles. Immer am Ende des Semesters findet der sogenannte Expra-Kongress statt. Da stellen Sie dann Ihre Arbeit in Form eines Posters der Allgemeinheit vor. Es ist jetzt nicht so, dass Tausende kommen, aber es sind Ihre Kommilitonen da. Wir haben immer einen Gastreferenten da. Ich achte immer darauf, weil ich das organisiere, dass das ein junger Kollege, eine junge Kollegin ist, meistens promoviert oder Juniorprofessor, sodass die Studierenden sehen, aha, okay, in 10 Jahren könnte ich da stehen. Ja? Und dann präsentieren Sie Ihre Arbeit. Das ist das Expra. Das ist eine ganz tolle Sache, die sehr viel verlangt, auch gut honoriert wird, ja, im Hinblick darauf, wie viel Punkte Sie dafür bekommen. Ja? Sie wissen, die Währung, die wir verteilen, sind diese Kreditpunkte, die ECTS-Punkte. Da kriegen Sie 6 für. Ja? In Ihrer Bachelorarbeit werden Sie selber meistens eine empirische Arbeit machen. Das heißt, Sie werden selber dann eine solche Fragestellung entwerfen, mit Ihrem Betreuer, mit Ihrer Betreuerin und dieser Fragestellung nachgehen. Sie können aber auch während des Studiums schon sich als studentische Hilfskraft bewerben. Und dann kriegen Sie natürlich noch einen ganz anderen Einblick in die akademische Arbeit, in Forschung beispielsweise. Hier wehen 3 lustige Flaggen. Ja? Ich glaube, wir sind weltweit der einzige Psychologiestudiengang, der 3-sprachig ist. Die Verteilung der Sprachen zeige ich Ihnen gleich. Das sehen Sie, glaube ich, auf der nächsten Folie. Deutsch ist die am stärksten vertretene Sprache. Gut 60% der Lehrveranstaltungen sind auf Deutsch. Der Rest teilt sich auf Französisch und ein bisschen weniger Englisch, wobei beide, sowohl Französisch als auch Englisch, zunehmen. Ja? Das heißt, Sie müssten in allen 3 Sprachen sattelfest sein. Für die Französisch, also Englisch ist heute, setzen wir einfach voraus, es gibt da keinen Test oder so, dass Sie, weil Sie, wenn Sie Ihr Abitur, Ihr BAC haben, können Sie Englisch sprechen. Ja? Das ist zumindest so sehr Englisch sprechen, dass es für den Bachelorstudiengang der Psychologie reicht. Französisch ist für die Luxemburger sowieso ohnehin kein Problem. Ja, für diejenigen unter Ihnen, die jetzt aus anderen Ländern kommen, vornehmlich aus Deutschland, ist es so, wenn Sie ein Abi-BAC gemacht haben, sind Sie sowieso auf der sicheren Seite. Ja, wenn Sie uns aber einen B2-Leistungsnachweis erbringen, sollten Sie ebenfalls auf der sicheren Seite sein. Ja, also wir stellen keine Ansprüche, dass Sie ausgesetzt in Frankreich nicht auffallen würden, sprechen Sie Französisch. Das muss nicht sein. Ja? Ein bisschen was Technisches, da kommen wir nicht umhin. Ja? Erstmal was fantastisch ist und das ist auch etwas, was Sie sehr, sehr, sehr selten auf der Welt finden. Wir haben insgesamt zurzeit im Wintersemester waren das 34 Dozentinnen und Dozenten. Auf verteilt über die Jahrgänge 144 Studierende. Das ist ein Schnitt, der ist irre gut. Ja? Was Sie machen, oder der Studiengang ist darauf ausgelegt, dass Sie 6 Semester, also 3 Jahre studieren. Sie erhalten dann, wenn Sie die Leistung erbringen, insgesamt mindestens 180 ECTS. Sie können auch mehr Punkte machen. Das ist aber ein Sonderfall, den wir gar nicht erörtern müssen. Aber die 180 müssen Sie haben. Dann haben Sie Ihr Diplom in der Tasche. Was ist ein ECTS? Ich hatte gesagt, das ist sowas wie die Währung. Im Zuge der Bologna-Währung
des Bologna-Prozesses, das heißt, wo die EU-Granden zusammenkamen und gesagt haben, hey, wir müssen unsere akademischen Studiengänge europäisieren, das heißt, aufeinander abstimmen, sodass sie, wenn sie den Bachelor hier haben, jederzeit mit ihrem Diplom nach Deutschland gehen können, nach Frankreich, nach Italien, wo auch immer hin, und sie können sofort den Master weitermachen. Der wird also anerkannt. Und damit man das gewährleisten kann, gibt es eben diese ECTS, diese Credit Transfer, dieses European Credit Transfer System, und es wird umgerechnet, dass ein ECTS ungefähr 30 Stunden Arbeit bedeutet. Wenn Sie dann jetzt gleich sehen, Sie haben einen Kurs, da kriegen Sie zwei ECTS, dann gehen wir davon aus, der Inhalt erfordert so knapp 60 Stunden Arbeit. Ja? Das ergibt sich daraus aus den Veranstaltungen, die Sie besuchen, ja? Also die Vorlesungszeit plus die Zeit, die Sie brauchen zum Nacharbeiten, vielleicht um noch eine schriftliche Hausarbeit anzufertigen oder eine Klausur, die Sie am Ende des Jahres oder des Semesters schreiben. Ja? So wird das ungefähr gerechnet. Okay, Vorlesung, Vorbereitung, Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, das gehört dazu. Sie werden, das werden wir gleich sehen, 6 bis 8 Lehrveranstaltungen pro Semester haben. Normalerweise sind bei uns die Kurse 90 Minuten. Ja? Es gibt aber auch Blockveranstaltungen, insbesondere dann beispielsweise, können Sie sich vorstellen, wenn der Kollege Rainer Banse aus Bonn kommt, dass der nicht pendelt, ja, also jede Woche einmal von Bonn, das geht sogar noch, ja, aber andere Kollegen kommen beispielsweise aus Wien, Germain Weber kommt aus Wien, das ist klar, dass der nicht wochenweise kommt, sondern da finden Blockveranstaltungen statt. Das heißt, da haben Sie dann 2 Veranstaltungen, beispielsweise freitags und samstags. Ja, dann ist der, wenn Sie gleich im Plan sehen, da geht es freitags um 9 los und geht bis 5. Ja, und dann eventuell den nächsten Samstag oder einen Monat später nochmal einen Freitag. Ja, wenn Sie das dann aufaddieren, kommen Sie genau auf die Anzahl von Veranstaltungen, die Sie sonst bei einer anderen Veranstaltung haben, über 14 oder 15 Semesterwochen, jeweils 90 Minuten pro Woche. Ja. Sie machen verpflichtend, Entschuldigung, ein 6-wöchiges Praktikum im Laufe Ihres Studiums und wir schmeißen Sie raus für ein Semester. Das ist ein großer Unterschied nach wie vor beispielsweise zu Deutschland. Ja, in Deutschland ist es so, einige Unis bieten es an. Häufig ist es so in einigen Unis, dass dann automatisch ihr Studium sich verlängert. Das ist bei uns nicht so. Ja? Sie müssen gehen, vornehmlich im 2. Jahr, entweder im 3. Semester, also im Wintersemester, oder im 4. Semester, das heißt im Sommersemester, gehen Sie ein Semester weg. Ja? Sie müssen weggehen. Wohin? Zeige ich Ihnen gleich, die Möglichkeiten. Ja? Wichtig ist, ich habe das vorhin schon erzählt, Sie gehen nicht dann Auslandssemester, Sie legen sich nicht ein Semester lang an die Côte d'Azur in den Strand, ja? Sondern Sie besuchen eine Universität, die ein psychologisches Studienprogramm hat, von dem Sie sich die entsprechenden Kurse aussuchen und dann mit mir bzw. mit dem Studiendirektor das besprechen, sodass Sie da Punkte sammeln, die wir in Luxemburg anerkennen. Ja? Das heißt, stellen Sie sich vor, wie cool ist das denn? Sie gehen woanders hin, also machen eine super Auslandserfahrung, studieren an der Uni und machen da Punkte, die Sie in Luxemburg dann nicht mehr machen brauchen. Also das ist im Optimalfall eine ganz tolle Situation. Okay, Mobilitätssemester, Ausrufezeichen, da schicken wir Sie hin.